Jo, Leute, welcome back zur dritten Folge von Portal. Und ich würde sagen, let's go und viel Spaß. So, hier muss ich entlang. Okay, nice. Android? Ich bin auch ein Mensch, dachte ich. Also ich sah zumindest sehr menschlich aus. Und hier scheinen ja schon andere Menschen drin gewesen zu sein, wenn da ein Blutüberall dran ist. Kamera! Nee, ich will die... Na, unzerstörbare Dreckskamera. Huh. Au! Also es war bestimmt von den Entwicklern so geplant, dass man ihn sofort bewegt, oder? Kamera! Hopp! Geh kaputt! Du Dreckskamera. Okay, die will nicht. Kann man eigentlich in manchen Games kurz so einen Armer kann ich aufheben, wenn man draufsteht? In typischen Games kann man das ja so nehmen und sich damit so hochglitschen, so wisst ihr, was ich meine? Aber da sind die Portal-Entwickler auf jeden Fall schlau genug für. Hopp. Hier ist eine Betonwand, das ist definitiv... Okay, ja, gut, danke. Kann ich das... Ich habe ein fucking Schild bekommen. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Beruhigend. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiter Kubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. Okay. Auch sehr beruhigend auf jeden Fall. Wait, wo muss ich mit den Dingern hin? Na, ist ja auch egal, ich nehme Begleiter-Kubus einfach mal mit. Oh, alles wird geblockt, alles wird geblockt. Sehr nice. Oh, Kamera. Eine mitnehmbare Kamera. Leck mich, Testapparat zerstört. Du kommst mit. Okay. Ich muss jetzt quasi... Ah. Wait, das lässt sich machen. Bumm. Wow, 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 das geht zu schnell. Oh. Okay, ist drin. Und jetzt würde ich sagen... Okay, das Level ist schon relativ groß. Hier müssen wir definitiv hoch am Ende. Können wir uns da schon hochstecken mit unserem... Oh, warte mal. Lass mich rein. Lass mich rein. Ich will da rein. Taste. Cake. Hände, Hände. Wir haben ganz rotes Licht. Wir haben Rohre hier. Wir haben... Oh. Wir haben hier Bohnen. Bohnen, Peanuts, Milch, einige Kameras. Wir haben Bilder von Menschen, die mit dem Würfel überklebt wurden. Wir haben eine Frau, die mit dem Würfel überklebt wurde. September 1983. Wir haben hier Herzen, Herzen, Herzen. She's watching you. She? Wer ist she? Warum sind die überall Herzen? Die sind echt ein bisschen irre geworden, die Leute hier drin, oder? Ja, gut. Das ist auf jeden Fall alles sehr beruhigend hier. Muss ich die jetzt ernsthaft einzeln hier rauswerfen, wenn ich die mitnehmen will? Kann ich die nicht durch scheiß Portal mitnehmen? Ah, ne, wait, ich kann das... Aua! Habe ich mich wieder selber abgeworfen? Geh rein. Ach so, warte mal, wenn ich die rauswerfe und das am Boden ist, dann fällt es einfach direkt wieder zurück. Hopp. Alter, die Dosen hier fetzen. Oh, manche kann man auch zurückgefallen, ne? Manche kommen übel zurückgefallen. Alter, jetzt kommt die über die Seite auch schon wieder reingefallen. Ich will nur alle Dosen hier loswerden. Mann, Milchtüte das Wichtigste. Okay, ich baue nicht mehr Momentum auf, als ich reingegangen, als das, mit dem ich reingegangen bin. Das heißt, es ergibt physikalisch Sinn und man kann leider hier nichts abusen. Die Frage ist, warum bleiben die Wände offen? Wow, Gott, habe ich mich erschrocken, das bin einfach ich. Wait, ich kann mich so, kann ich mich ein bisschen... Geh mal hier raus. Achso, wait, jetzt bist du ja da. Jetzt kann ich mich mal so ein bisschen besser beobachten. Warte mal. Hier geht... so ein... Das werde ich mit meinem Kubus ein bisschen... blocken können. Oh. Ich habe gerade wieder auf meinen Kopf eingezogen einfach, ne? Okay, wir müssen es schön gerade... mitnehmen. Okay. Nice. Ja, das... Okay. Ich predikte, irgendwann wird er sprechen. Warum... zur Hölle? Warum ist hier eine Tür? Oh, weil hier Dingensbums durchgehen muss. Aber wir haben nur einen Kubus, einen gewichteten. Was ist mit den ganzen Kameras? Die wiegen doch auch was zusammen, oder? Okay, das heißt, ich muss hier ein Portal haben.
Und ich brauche einen Schuss, der ins Blaue jetzt reingeht. Schüsse kann ich hier irgendwie. Ne, der schießt auch nicht mehr. Wo haben wir noch einen Schuss? Schuss, genau. Ein Schussding. Wie kriegen wir jetzt was Schießendes? Das ist wieder so ein komisches Büroteil. Ich würde vielleicht einfach nochmal kurz zurückgehen. Oh, Milchtüten haben wir noch hier oben. Ah, schießt du noch? Nee, aber der andere schießt noch, der daneben. Und den können wir usen, actually. Snipeschuss. Und dann muss der aus dem blauen Portal wieder raus. Sprich, genau da. Bäm. Okay, den haben wir schon mal oben. Jetzt muss ich noch irgendwie nach oben. Wupp. Und wupp. Mach wupp. Mach wupp. Oder eine Bohnendose nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Er würde dann freiwillig auf Bohnen verzichten. Okay. Hallo. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Ah, Glück. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. Warum das? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Warum muss da so ein dummer Würfel hin? Der kann doch doch bestimmt doch was. Was ist hier unten? Rotes Licht. Ich sehe rotes Licht. Das sieht nicht so vertrauenswürdig aus, der Kram hier. Erstmal rücken wir jetzt. Okay, das ist die Verbrennungsanlage. Ich kann schon noch mal eine Bodendose reinpacken, oder? Okay, ich würde kurz den ganzen Mülleimer aufräumen und die Verbrennungsanlage reinwerfen. Zum Beispiel diese Kameras kann ja auch bestimmt gut verbrennen. Oh, wir haben sogar Kabel dran. Wir verbrennen mal den ganzen Schrott, der noch rumliegt. Der Test kann erst So. weitergehen, wenn Ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Ja, du, gib mir mal ein bisschen Zeit. Wir haben noch Milchtüten zu verbrennen. Müllverbrennung ist wichtig für. Also ich meine, es ist basically Recycling, man wandelt den Müll um in Energie. So. Wie fühlt sich diese Kamera gerade, wenn sie zuguckt, wie ich all ihre anderen Kamerafreunde verbrenne? Fühlt sich bestimmt toll an, oder? Müllverbrennung start. Weitergehen, wenn Ihr Begleiter Kubus eingeäschert wurde. Oh ja, alles hier reinwerfen. Mit Mann, jetzt Ihrem nerv nicht. Partner Wow. wäre er nicht hier. Sie haben Ihren treuen Nice. Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Ich werde nichts sagen, aber ich habe mir gerade 10 Minuten hier festgehangen. Weil ich erst die ganzen Kameras, die ihr dann auch seht, reingeworfen habe. Ich wäre gerne mal als Spieler reingesprungen. Das machen wir dann nächstes Mal. Wenn dann RTX draußen ist, dann spiele ich Portal wahrscheinlich nochmal durch. Dann springe ich da nochmal rein. Guten Tag, nächste Stage. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken. Komme ich da safe? Ah, so rum ist die Gravitation. Okay, interessant. Wir haben hier wieder so ein Matschwasser. Würde sagen, no risk, no fun. Uah, das war ein bisschen close. Okay, ich muss weiter nach oben. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen den. Whoop, bonk. Da habe ich was gesehen. Oh no. Das war nicht meine Absicht. Das hat den Beinen wehgetan, glaube ich. Ich wollte eigentlich da. Hopp! Nein. Huuuuh. Da hänge ich jetzt an der Decke fest. Beziehungsweise am Boden. Nein, da hänge ich wieder am Boden fest. Okay, da komme ich nicht hin. Wie machen wir das dann? Ah, I see. Wir müssen jetzt. Müssen wir den Portal Jump machen? Nee, ich kann doch einfach. Wow. Scary. Muss ich quasi übel Boosts aufbauen und mach einmal hier Yeet! Wump. Oh, die Roboter wieder. Nee. Okay, das blaue Portal haben wir hier. Das ist mein Sicherheitsportal, merken wir uns. Jetzt komme ich hier an sich, oh Gott, nicht mehr raus. Der schießt. Also kann der auch die Roboter abschießen. Wow. Nice. Und Roboter, RIP. Bonk. Sehr nice. Oh, wait, da oben ist noch einer. Und
Bonk, der ist auch down. Und da ist noch einer. Und der ist auch down. Wir brauchen die Würfel da vorne. Da kann ich aber so nicht hin. Wir haben einen Schussdingens. Und wir haben ihn hier. Aber da brauchen wir einen Knopf für, den wir aktivieren müssen. Aua. Ah, wait. Da oben ist ein Knopf. Was, wenn ich sage, wir machen das Ganze so. Okay, okay, okay. Also so könnte er jetzt hier durch. Und no! RIP. Okay, nochmal. Also meine Idee wäre quasi, dass wir... Der Schuss geht hier ins Orangen rein. Und sobald er da rauskommt, aktivieren wir den Hebel. Und die Aktivierung ist aktiviert. Let's go. Er hat doch aufgehört zu schießen. Also jetzt sind wir hier erstmal ziemlich safe soweit. Weil darüber die Kamera wird mitgenommen. Oh, hopp. Okay, damit kann ich das wieder aufmachen. Wir haben hier ein bisschen Beton. Ich kann ja basically einfach hier raus. Wait, die Kamera. No! Ich will die Kamera noch mitnehmen. Hopp, hab sie. Okay, und jetzt? Wo müssen wir hin? Oh Gott, ich bin ja auch blöd. Wir brauchen den Würfel, den habe ich gar nicht geholt. Den muss ich ja immer noch holen. Das fällt mir jetzt erst auf. So. Oh, Movement Physik. Stimmt, nice. Wie komme ich jetzt da hoch zur Hölle? Wie soll ich da hochkommen? Oh. I see what you mean. Ich soll die Plattform machen und dann launch ich mich hier komplett rüber. Das wollen die von mir. Oh Gott, weil er sich bewegt. Das heißt, wir müssen Momentum aufbauen. Um Momentum aufzubauen, brauchen wir irgendwo, wo man runterfallen kann. I see. Bam. Whoop. No. Das habe ich ein bisschen verkackt. Okay, wow. Bam. Jetzt schnell zurück. Hopp. Jetzt! Wow. Alter. Ich weiß nicht, ob es so geplant war, aber ich denke mal. Hallo Kamera. Jetzt muss ich die Boxen irgendwie wieder zurückkriegen. Genau, dafür haben wir einen wunderschönen Fahrstuhl. Alter, wie geil ist das bitte? Hopp, warte. Box abstellen. Ich öffne hier an der Stelle mal ganz fix unsere Tür. Ups. So, mitkommen. Box. Kamera, mitkommen. Bam. Tür ist offen. Nice. Rein in den nächsten Tunnel. Es gibt wenig Sounds und Musik. Oh, hallo Kamera. Nerv nicht. Das riecht mir geradezu nach einem sogenannten Experiment. Also ich denke mal, wir sind uns einig, dass das hier Abstand das geilste im Portal ist. Kameras, mitkommen. Ich brauche euch vielleicht noch. Oh, eine ist wieder runtergefallen. Okay, ist mir auch egal. Oh, und sie ist wieder hochgefallen. Die werden entsorgt. So, Maschine, wie gefällt dir das, ne? Oder KI, wie gefällt dir das, wenn ich hier deinen Müll entsorge? Ich rieche Jump and Run. Piu. Wupp. Au. Ja. Ja. Nochmal. Wir machen Rechtsklick da. Und Linksklick hier. Jetzt. Wow. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, ich hab'n. Nein! Aber jetzt weiß ich, wie ich es machen muss. Pass auf, wir machen jetzt unser Sprungportal nach hier. Dann hier unser Outportal. Dann fliege ich nach oben und mach da dann wieder ein Rechtsklickportal hin. Auf die obere Ebene. Wir merken uns. Jit. Und ein Rechtsklickportal. Und wir jitten zurück. Mist. Oh Gott. Man muss es echt flawless schaffen, kann es sein. Wir jitten mit Linksklick. Sind in Linksklick drin.
Machen da einen Linksklick, fliegen rein. Machen da einen Rechtsklick, fliegen rein. Machen da einen Linksklick, fliegen rein. Machen da einen Rechtsklick. What? Wie gut bin ich auf einmal? Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Boah. Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Ja, Weitere beachte ich. Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. So, hallo, wer bist du? 19, von Willkommen beim 19. letzten Test. Oh. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Oh. Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Kuckuckut wird, verstehe. Ja, und jetzt, was machen wir? Das ist wieder so, diese Bürore, die sind das Gruseligste, Alter. Weil eigentlich wirst du ja beobachtet, aber hier ist einfach niemand, der dich beobachtet. An einem Ort, wo du beobachtet werden solltest. Das ist das Schlimmste. Wait. Da ist doch kein. Da ist doch nichts. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Oh, wait. Das ist das orangene Portal. Jetzt bin ich am blauen Portal. Was, wenn ich jetzt hier ein neues orangenes schieße? Ich habe eine neue Technik gelernt. Oh, warte mal, ich bin ja auch geistig behindert. Ich muss ja einfach nur die Kugel hier reinführen. Ja. So. Ach so, mit Fahrstuhl ist das doch schon ein bisschen einfacher. Aber ich hätte es auch ohne geschafft, ganz ehrlich, weil wenn du so auf der Portalkante stehen bleiben kannst, dann kannst du ja krasse Techniques machen. Einfach mal ein Sicherheitsportal. No! Oh, bin da. Kamera, du? Ja. Okay, sowas nicht geplant. Und jetzt machen wir da ein Portal. Bitte, wir machen da ein und da ein Portal. Nein. Ich sag mal einfach da und da ein Portal. Nein. Bäm. So. Viel simpler als alles, was ich davor gedacht hatte. Oh Gott, was ist das? Oh, okay. Kuchen. Yes. Gratulation, der Test ist vorüber. Reparaturtechnologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Nee. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Danke. Ich werde jetzt einfach verbrannt, oder wie? Oh mein Gott. Das glaube ich Versuchen definitiv. Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Feld. Die Eskortierungsposition. No. Pff, ich bin fast da runtergelatscht. Darf ich fragen, was da oben ist? Oh. I guess I darf fragen, was da oben ist. Meine Freunde, zu einer Glasscheibe, da hätte einige Schwierigkeiten vorgebeugt. Ach du Scheiße. Also ich bin ein Android, ich bin ein Roboter, oder wie? Ja, scheint so. Jetzt wird's richtig scary. Jetzt begeben wir uns außerhalb der Anlage.